begrüße Sie an diesem schönen Herbsttag ganz herzlich zu einer neuen Folge Tierisch. Ja, wir sind heute in Bad Überkingen unterwegs und neben mir die Manuela Ganzlose. Und ich kann schon mal vorweg sagen, ich freue mich ganz besonders über die Tiere, die wir heute vorstellen werden. Ja, Frau Ganzlose, man sieht schon hinter uns, was sind denn das für Tiere? Heute haben wir die Alpakas hier. Alpakas sind kleine Neuweltkamelinen. Sie gehören zur Familie der Lamas und Kamele. Und wir züchten die hier. Ja, wie kommt man denn auf die Idee, sich Alpakas in den Garten zu holen? Gut, es ist mal was anderes, wie das, was alle anderen haben. Und der ganz große Vorteil der Alpakas ist, wir müssen sie nicht schlachten. Also die Tiere sterben bei uns den Alterstod. Wir haben hier keinen Fleischmarkt. Was kann man denn sagen, welche Eigenschaften haben die Tiere? Sie sind ruhig, ausgeglichen, spenden uns Kraft und sind ganz angenehme, einfache Zeitgenossen. Man sieht es ja auch, sie sitzen ganz entspannt rum oder genießen einfach die Sonnenstrahlen. Ja, was kann man denn sagen, was fressen Alpakas so? Was muss man denn bei der Haltung beachten? Ganz wichtig ist, die Alpakas brauchen das ganze Jahr über Heu. Circa 1 Kilo pro Tier und Tag. Sie werden das Heu nicht ganz wegfressen, so wie wir es vom Pferd her kennen. Sie sind Feinschmecker, suchen sich das Beste raus. Und täglich frisches Wasser. Was kann man denn sagen, was ist so das Besondere an Alpakas? Sie haben vorher einen ganz netten Spruch gesagt. Wie ging der denn? Das Besondere am Alpaka ist eigentlich, schau einem Alpaka nie zu lange in die Augen, es verändert dein Leben. Und es ist wirklich so, es sind schon sehr viele Züchter aus einer Stadtwohnung aufs Land gezogen. Inwiefern haben denn die Alpakas jetzt ihr Leben verändert? Mein Leben haben sie insofern verändert. Ich war vorher tätig im Altenheim und bin jetzt draußen in der Natur, im Freien und ein ganz anderes Leben. Das glaube ich, ja. Ja, wie viele Alpakas sind denn hier jetzt auf dieser Weide? Hier auf der Weide haben wir 80 Alpakas, circa 80 bis 90 Alpakas. Je nachdem, wie viele Fohlen wir gerade haben, wir erwarten dieses Jahr noch so circa 10 Stück. Und von daher. Ach schön, ja. Ja, welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt, wenn man sagen möchte, so ein Alpaka würde ich auch gerne mal sehen? Wir bieten hier bei uns an Alpaka-Spaziergänge nach Voranmeldung ab 6 Personen. Freie Termine wählbar. Ansonsten einfach anrufen und die Termine abfragen. Ja, das war's auch schon wieder von unserer Folge Tierisch. Ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen, kommen Sie hierher. Alpakas sind einfach ganz, ganz tolle Tiere. Und ja, wir wünschen Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Genießen Sie den Freitagabend und wir sehen uns nächste Woche.